Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Webseminar von der Systemanalyse Bauwende, unserem Verbundforschungsprojekt. Und wir hatten uns im März schon alle getroffen hier und diskutiert über die Variablen und wollen weiter darüber diskutieren und sind natürlich schon ein ganzes Stück weiter und wollen die Zwischenergebnisse zeigen. Und dann freuen wir uns auf eine Diskussion und Input. Und ja, wir stellen uns als Team noch einmal kurz vor. Ich leite das Projekt und bin Architektin und habe noch einen Research-Hintergrund und habe das Projekt initiiert und gebe jetzt noch weiter an Christoph Schönherr. Ja, hallo, auch guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Christoph Schönherr. Ich bin von der Ausbildung her Diplomphysiker. Ich beschäftige mich mit Organisationsentwicklung und Beratung und mache hier im Projekt etwas Projektmanagement, Moderation und die Kommunikation und bin mit der Methode vertraut aus einem Projekt bei den Scientists for Future aus dem Jahr 2020/21. Und ich gebe weiter an Gabriele Harrer-Buchner. Ja, guten Abend, ich bin Gabriele Harrer Buchner und ich bin sehr erfahren in der Durchführung dieser ganzheitlichen Systemanalysen. Das mache ich schon seit 20 Jahren sicherlich und habe jetzt hier die Projektleitung sozusagen, was die Methodik anbetrifft. Und ansonsten leite ich eben auch meine GmbH System Logics in St. Gallen, die auch die Software-Tools entwickelt. Und wir haben uns alle auch kennengelernt in einem Projekt im wissenschaftlichen Beirat von den Scientists for Future und freuen uns, dass wir jetzt hier da noch mal in die Tiefe gehen können im Bereich Bau und Gebäude. Ja, von mir auch nochmal kurz Hallo. Mein Name ist Wenke Scholz. Ich bin seit Februar als organisatorische und wissenschaftliche Assistenz bei dem Projekt dabei. Habe in Jena vorher Soziologie studiert und aktuell im Master Management sozialen Wandels. Genau, so viel zu mir kurz. Ja, die anderen sind heute nicht dabei. Wir haben die unterstützen noch weiter im Team. Julia Schuler beim Research temporär und Josef Müller programmiert die Software und ist dort immer zur Unterstützung bereit und unterstützt auch bei anderen analytischen Punkten. Und Georg Wagner-Lohse ist auch bei der Analyse mit dabei und bei dem Erstellen der Variablen. Ja, kurz, was wir uns heute noch ansehen wollen im Webseminar. Einmal gibt es eine kurze Wiederholung, also was ist eigentlich das Projekt, unsere Fragestellung und die Forschungslücke, auf die wir eingehen. Dann eine kurze Wiederholung vom letzten Webseminar, was die Untersuchungsmethode angeht. Und dann zeigen wir den aktuellen Forschungsstand und die ersten Zwischenergebnisse. Und dann gibt es Zeit für Rückfragen und eine Diskussion. Und wir hatten überlegt, noch gemeinsam in die Aufgabe einzusteigen und würden uns dann über Input auch freuen in den kommenden Wochen. Und dann noch kurz die weiteren Schritte im Projekt. Bis es abgeschlossen wird, geben wir noch eine Übersicht. Und ja, los geht's. Also, worum geht's? Uns sind die Fakten allen vertraut, die 40% der Treibhausgase, 52% Abfallaufkommen und die 90% der mineralischen, nicht nachwachsenden Rohstoffe vom Bau- und Gebäudebereich. Und wir sagen eben bei den Architects for Future oder auch hier im Forschungsprojekt, die Bauwende ist nötig und auch möglich. Die Architects for Future hatten die 10 Forderungen aufgestellt. Gerade frisch überarbeitet, Beginn des Jahres veröffentlicht von den ursprünglichen 7. Und wir im Forschungsprojekt wollen uns eben damit befassen, wie. Also wie können wir die Forderungen einbringen, umsetzen und wo kann man beginnen und was ist eigentlich am relevantesten? Zu Beginn haben wir uns den Bau- und Gebäudebereich angeschaut und also das System, was wir untersuchen wollen, und 12 Bereiche identifiziert. Und also das sind unsere Systemgrenzen und wir haben versucht, sie möglichst breit zu stecken, weil nicht immer findet man die größten Stellschrauben nur in den Materialien oder im Bauen an sich, sondern es ist eben Umbau, es ist aber auch
eben sehr viel in der Politik oder Gesetzgebung, Wirtschaft, Schadstoffe, Emissionen, die Energiekreisläufe, Materialkreisläufe sind immer sehr präsent, Wasserkreisläufe, die Biodiversität, die Zivilgesellschaft, also wir sind eigentlich alle wir, die wohnen und Bedürfnisse haben damit verbunden, dann die Mobilität, Logistik, Stadt- und Raumplanung, Human, Ökologie und Medien. Und wer sind eigentlich die Akteure? Wieder die 12 Bereiche und wir haben dann analysiert oder eine kleine Analyse gemacht, wer die ganzen Akteurinnen sind. Und da wir eben als schon ein sehr interdisziplinäres Team, aber das den Bereich nicht alleine analysieren wollten, arbeiten wir zusammen mit einem wissenschaftlichen Beirat und einem Beirat aus Praxis, der aktuell aus 10 Personen besteht. Die haben uns bisher begleitet in Workshops, stehen uns aber auch so zu Fragen zur Verfügung im Hintergrund. Und wir haben versucht, möglichst viele Bereiche der 12 Bereiche abzudecken und teils sind aber auch immer noch Gäste mit dabei. Die Mitglieder des Beirats sind alle auf unserer Website, die inzwischen online ist, dargestellt. Da würde ich jetzt nicht mehr detailliert drauf eingehen, aber da ist genug Zeit, dann individuell nachzusehen. Unsere Forschungslücke und darauf, wo wir eingehen wollen, ist eben, dass wir sagen, oder das ist Tatsache, dass wir in einem hochkomplexen und vernetzten System leben und der Bau- und Gebäudebereich genau das ist. Und wir wollen diesen besser verstehen. Und Innovationen sind eben sehr viele vorhanden. Und trotz des Anhäufens des Wissens in den letzten Jahrzehnten werden die Ziele zur Emissionsreduktion nicht eingehalten. Und jetzt nicht weiter, doch. Also es ist eigentlich gar keine Forschungslücke im eigentlichen Sinn, sondern eine Verhaltensstarre im Gesamtsystem, die wir beobachten. Und um das System in Bewegung zu setzen, ist ein Verständnis der Systemzusammenhänge Voraussetzung. Also wie quasi die Ketten und Pfeile oben, die Sie sehen, miteinander verbunden sind. Wir fragen uns alles also, was sind die Einflussgrößen oder Variablen, hier in diesem blau-grün dargestellt, Wirkungskreise und was sind die relevanten Stellhebel. Und wenn wir diese Vernetzung dann später dargestellt haben, können wir mit dieser arbeiten und quasi sie befragen zu Zusammenhängen zwischen Fachkräftemangel, Neubau und der Sanierungsquote oder wie wirken eigentlich staatliche Förderungen. Dann auch Materialwahl als CO2-Senke, wie relevant ist das eigentlich? Oder die Verdopplung der Wohnfläche seit den 60er Jahren, was hat die damit zu tun, der Rebound-Effekt? Oder auch unsere Paradigmen und Werte, sind die relevanter und dringender zu reflektieren oder die Änderung der Gesetze? Und wer von den Akteurinnen wirkt eigentlich positiv, negativ? Das versuchen wir alles zu analysieren. Und die zentrale Fragestellung, die dem ganzen Projekt zugrunde liegt, die ist so formuliert: Wo liegen die wirksamsten Wirkungskreise, Stellhebel und Handlungspotenziale der relevanten Akteurinnen des Bau- und Gebäudebereichs zur nachhaltigen Transformation? Orientiert sind sie dann an den 10 Forderungen der Architects for Future, also die Transformation. Doch differenziert dargestellt, die Forschungsfragen sind quasi, welche Einflussgrößen sind relevant im System des Bau- und Gebäudebereichs und damit Fokus unserer Analyse? Und wie stark wirken diese Einflussgrößen innerhalb des untersuchten Systems aufeinander? Und welche Rollen sind sie als transformativer Stellhebel innerhalb des Gesamtsystems Bau- und Gebäudebereich? Welche Einzelwirkungen innerhalb des Systems sind aufgrund von wissenschaftlich begründbaren Informationen und im Hinblick auf zu erwartende Veränderungen kurz-, mittel- und langfristig prioritär zu berücksichtigen, um ein Gesamtwirkungsnetz aufbauen und interpretieren zu können? Und welches sind die zu priorisierenden Stellhebel, die eine besonders starke Wirkung auf die Umsetzung der definierten Ziele haben?
Wie sind die wesentlichen Wirkungen untereinander vernetzt und durch welche Hebel können die Kipppunkte, Tipping Points oder Dominoeffekte im System angestoßen werden, um die definierten Ziele zu erreichen? Und was kann aus den bestehenden Wirkungskreisen innerhalb des Gesamtwirkungsnetzes für das Erhalten des Systems geschlossen werden? Und wie kann damit strukturell Zukunftsfähigkeit und ökologische, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit des Bau- und Gebäudebereichs entwickelt werden? Und wozu dient das Ganze? Und was passiert eigentlich mit den Ergebnissen? Also es ist eben dazu da, die komplexen Zusammenhänge zu verstehen und als Basis für eine tragfähige und schnelle Umsetzung wirksamer Strategien und Maßnahmen zur Transformation. Jetzt zur Untersuchungsmethode würde ich an Gabriele übergeben. Ja, vielen Dank. Genau, und diese Untersuchungsmethode, Moment. Das ist doch so versuchen, glaube ich. Genau, das ist also die ganzheitliche Systemanalyse und viele von diesen Begriffen oder Arbeitsschritten, die sind ja auch schon in den Forschungsfragen genannt worden und in der Einleitung. Im Wesentlichen geht es hier um ein strukturiertes Arbeiten in 8 Schritten. Das seht ihr hier an diesem Kreisprozess, der eben iterativ durchgegangen wird. Das heißt also, man geht auch immer wieder zurück, Schritt für Schritt vor, dann aber auch wieder zurück, was die Pfeile andeuten. Das Ganze ist ja auch ein Kommunikationsprozess. Es ist durchgehend transparent. Interdisziplinär ist das Wesentliche, das Wissen, das da einfließt von den unterschiedlichen beteiligten Akteuren. Und es ist auch wirklich ergebnisoffen und biokybernetisch bedeutet, es orientiert sich letztlich an der Lebensfähigkeit also eines solchen Systems. Wie kann das System wirklich lebensfähig gestaltet werden? Die Methode geht auf Professor Frederik Fester zurück und mit dem ich 18 Jahre zusammengearbeitet habe und wir sie jetzt in den letzten 10 Jahren erheblich weiterentwickelt haben auch und mit neuen Tools hinterlegt. Also im Wesentlichen sind diese 8 Schritte zuerst mal die Frage, überhaupt die gemeinsame Fragestellung Akteure Systemebene auch. Dann im zweiten Schritt geht es um die Erfassung von Variablen und um die Skalierung von den Variablen. Und dann im dritten Schritt wird nochmal geprüft, also wie relevant sind diese Variablen überhaupt, die wir da gefunden haben. Und im vierten Schritt geht es um die Wirkungsstärken, wie stark wirken diese Variablen aufeinander. Im fünften Schritt haben wir Stellhebelrisiken. Und im sechsten Schritt dann das Wirkungsnetz, tatsächlich diese Feedbackkreise, die da untersucht werden. Und dann geht es um im siebten Schritt, Wenn-Dann-Szenarien, Simulation. Und dann im achten Schritt die Maßnahmen zur Systemevaluation. Und das ist hier so ganz abstrakt dargestellt. Und jetzt im nächsten Bild, Moment, das muss ich so machen. Genau, da sieht man also schon ein bisschen angedeutet, wie sehen diese einzelnen Schritte aus. Hier im Detail und dann im nächsten Schritt natürlich die Menschen sind im Zentrum. Das Ganze funktioniert natürlich nur eben mit Einbeziehung der beteiligten Personen und mit dem Wissen, was wir hier zusammenfinden. Und da haben wir jetzt hier noch mehrere sagen wir, Besonderheiten der Methodik. Das eine ist eben, also es ist wirklich ganzheitlich gedacht. Dann eben iterativ, was auch fehlerfreundlich ist. Dann gibt es jetzt hier natürlich ein ganz besonderer Aspekt, Integration von qualitativen und quantitativen Einflussgrößen. Und dann Reduktion von Datenmengen. Das ist auch interessant, weil wir können nicht mit Hunderten von Einflussgrößen arbeiten, sondern wir ganz gezielt auf die systemrelevanten reduzieren. Und dann interaktiv im Konsens. Wir arbeiten den Konsens heraus, kein Kompromiss. Das Ganze läuft sehr strukturiert ab. Der Aufbau der Vernetzung und Regelkreisanalyse. Und dann kann man das eben nachvollziehen. Was sind jetzt hier die Regelkreise? Wo sind Stellhebel? Wo sind Risiken? Und können hier auch die Maßnahmen entsprechend validieren mit Wenn-Dann-Szenarien und eben auch bewerten nach der Lebensfähigkeit hier Zukunftsfähigkeit von Strategien. Und insgesamt heißt es dann auch, dass wir hier nicht eine Symptombehandlung erarbeiten, sondern uns wirklich auf die Lebensfähigkeit und Nachhaltigkeit des Systems fokussieren und das Ganze auch mit Online-Tools sehr leicht analysieren und visualisieren können und haben damit auch eine Plattform für inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit. Also es ist eine Methodik, die ist im Allgemeinen gar nicht so bekannt.
wie man meinen möchte, weil manchmal wirkt es etwas komplex, aber man kann eben auch ein komplexes System nicht ohne komplexe Vorgehensweisen und Tools entsprechend analysieren. Ja, und jetzt zu da, wo wir eigentlich stehen. Und jetzt wird es etwas anschaulicher. Es tut mir leid, dass es etwas nerdig war, mein erster Teil. Sehr viel Text. Wie wir also vorgegangen sind, wie Gabriele Harrer-Puchner schon gesagt hat, ist bei der Methode ganz wichtig, dass wir eben mit den Akteurinnen zusammen gemeinsam das erarbeiten. Und wir hatten uns im Beginn des Jahres mit dem Beirat getroffen und einigen Gästen und eben diese Einflussgrößen versucht zu finden und in Kleingruppen gearbeitet. Dann kam die Kleingruppe wieder zusammen und dann haben wir die geclustert und weitergearbeitet. Und das fand eben in Workshops statt. Und dann war die Frage, wie werden eben diese Einflussgrößen benannt, was sehr wichtig war. Wir haben sie kurz beschrieben und eine Skalierung, auf die ich später noch eingehen werde, oder Gabriele Harrer-Puchner. Und dann nach dem Erarbeiten und Finden der Variablen haben wir uns hingesetzt und ganz viel recherchiert, analysiert, welche sind, kann man zusammenfassen, welche kann man doch wieder trennen, weil Aspekte zu viele Aspekte zusammengefasst sind. Und ich glaube, im März hatten wir dann 26 Einflussgrößen. Und damals fand das erste Webseminar statt und darauf folgend noch ein weiterer Workshop mit dem Beirat. Und dann ging es nochmal in Diskussionen darum, welche Aspekte können zusammengefasst werden, welche wieder geteilt werden. Und ab dann hatten wir 33 Variablen, die wir aktuell immer noch haben. Und im Verlauf haben sich die Namen der Variablen noch geändert, weil die Aspekte und der Fokus sich gewandelt hat und die Abgrenzung zu den anderen Variablen stattgefunden hat. Und das ist jetzt aktuell quasi der Variablensatz, mit dem wir arbeiten. In den folgenden Schritten ist dann immer wieder passiert, dass quasi in der Diskussion oder bei der Bewertung der Wirkungen festgestellt wurde, es fehlt doch was, ein Aspekt oder die Variable sollte besser anders benannt werden und die Beschreibung angepasst werden. Und dann sind wir wieder zurückgegangen. Das ist jetzt der Stand aus den verschiedenen Bereichen. Die Bereiche, die 12, haben wir dann auch noch gröber zusammengefasst zu den unten stehenden, die im Variablensatz quasi auf der oberen Ebene sichtbar ist. Und diese Variablen stehen jetzt alle auf der Website quasi mit ihrer Kurzbeschreibung dort. Und bei dem Anteil der Kreislauffähigkeit ist das, also es ist quasi, dass in der Methode sehr wichtig ist, dass immer klar beschrieben ist, was verstehen wir quasi in dem Projekt unter dem Anteil der Kreislauffähigkeit. Nicht, dass es dazu, dass Begriffsverschiebungen kommt oder der eine versteht das, der andere das, weil das so wichtig ist dann bei der Bewertung der Wirkungen später. Und bei der Kreislauffähigkeit ist es eben, dass für eine Kreislaufwirtschaft sind kreislauffähige Baumaterial und Bauweisen die Voraussetzung. Hierzu gehören auch nachwachsende Rohstoffe, um die Kreislauffähigkeit von Bauweisen und Baumaterialien objektiv bewerten und messen zu können, wird der Urban Mining Index verwendet. Es kann sein, dass es hier noch eine Anpassung gibt, weil beim BBSR gerade auch etwas entwickelt wird. Das ist aber noch nicht publiziert, soll aber bis Ende des Jahres wohl entstehen. Ja, und so stehen jetzt alle Variablen fest mit ihrer Beschreibung. Ich hatte hier noch beispielsweise die Gesetzgebung und Umsetzung oder Wandel der Wohn- und Arbeitsmodelle aus dem anderen Bereich. Und darüber hinaus haben wir für jede Variable ein Dokument, wo auf der rechten Seite die Variablenbeschreibung steht. Also oben nochmal die Kurzbeschreibung, was damit gemeint ist. Hier ist zum Beispiel die Variable 4, Nutzbarmachung von Fläche im Bestand. Ich denke, ganz wichtig. Auch in den Forderungen der Architects for Future sehr präsent. Und dann gibt es die Skala auf der linken Seite von 60 bis 0.
Es ist nicht immer, dass 60 im grünen Bereich ist. Es kann auch umgedreht sein oder das Optimum in der Mitte. Und dann legt man gewisse Skalawerte fest, wo wir quasi hin möchten. Das ist dann der grüne Bereich und der negative Bereich mit 0 hier in dem Beispiel. Und so ist quasi jede einzelne Variable beschrieben. Dazu gibt es noch sehr detaillierte Anmerkungen, Quellen, teils. Teils ist die Beschreibung auch über 2 Seiten lang. Und das ist noch nicht ganz finalisiert. Und mit diesen 33 Variablen würden wir uns jetzt eben freuen, wenn von den Architects for Future oder aber auch natürlich darüber hinaus einfach noch Input kommt. Fehlen Aspekte? Sind vielleicht die Namen nicht eindeutig? Können noch Quellen herangezogen werden oder ist etwas einfach nicht nachvollziehbar? Und kann noch was in den Anmerkungen oder Recherchethemen, die wir noch vornehmen sollten, bevor wir zu der Wirkungsbewertung kommen, zu der finalen? Und jetzt gebe ich noch einmal an Gabriela Harrer-Puchner für die Wirkungsbewertung. Ja, gerne. Danke, Eva. Dann kommt man eben zum vierten Schritt, nämlich die Bewertung tatsächlich des Impacts der Variablen, der Wirkungsstätten auf alle anderen Variablen. Dazu werden die hier in so eine Impact-Matrix eingelesen. Und das sieht man also links in der Spalte, sind alle 33 Variablen aufgeführt mit ihrem Namen und nach rechts rüber wieder, hier wieder an den Farben erkennbar. Ja, und jetzt wird tatsächlich gefragt, Bewertung der Wirkungsstärken. Wie stark wirkt jede Variable auf jede andere? Und da haben wir 5 Wirkungen, nämlich 0, zum Beispiel keine Wirkung. Das heißt also, es besteht keine Wirkung zwischen 2 Variablen. 1 würde eine schwache Wirkung bedeuten oder stark zeitverzögert. 2 wäre eine starke Wirkung. 3 eine sehr starke Wirkung. Das heißt, wenn sich die eine Variable ein bisschen verändert und die andere sich dann stark verändert, das wäre die 3. Und die 4 ist sozusagen eine ganz extrem starke Wirkung, wie wir es ja jetzt teilweise erleben müssen mit so Klimakatastrophen etc. oder eben Zusammenbrechen von Logistikketten, die dann das ganze Feld beeinflussen. Und das wird dann zusammengezählt und dann hat eben jede Variable eine bestimmte Summe, einen Aktivwert aus dem Zeilenwert und jede Variable hat auch eine Passivsumme, wenn man hier die Spalte addiert. Das heißt also, jede Variable hat diesen aktiven und passiven Aspekt und wenn das Ganze dann bearbeitet ist von einer Gruppe oder von einer gemischten Gruppe oder von Experten insgesamt bearbeitet ist, dann sieht das Ganze so aus. So, also das ist jetzt hier die ausgefüllte Matrix, die erste Version, die wir erstellt haben, im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Beirat. Und da sieht man jetzt schon allein anhand der Farben, ja, Nullerbeziehungen, also mit die weißen Felder sind nicht so viele. Und dann gibt es schon viele schwache Beziehungen, Einser gelb und viele starke Beziehungen mit 2 orange und auch jede Menge rote Wirkungen mit der Stärke 3 und auch einige mit Stärke 4, die also extrem stark wirken. Und ja, wie ich schon sagte, da wird jetzt dann hier zusammengezählt, wie stark wirkt jede Variable hier. Und da kann man jetzt eben sehen, hier ist also der Aktivwert zu sehen und der Passivwert. Und da aus dem Ganzen heraus, also man sieht hier schon sehr klar, da gibt es also auch hier an der Farbverteilung, da unten zum Beispiel, ist eine Variable, die hat also relativ, sieht man schon hier, die Variable 22 ist es, da sind also relativ schwache ausgehende Wirkungen. Und so hat jede Variable so einen unterschiedlichen Charakter oder eine unterschiedliche Sensitivität im System. Und das wird dann nochmal in der folgenden Abbildung dargestellt, hier in der sogenannten Sensitivity Map. Hier werden die Variablen einfach nach ihren Aktivwerten hier auf der senkrechten Achse und nach ihren Passivwerten auf der waagrechten Achse aufgetragen, werden die hier eingeordnet. Und man sieht dann schon sehr deutlich, dass die hier ganz unterschiedliche Verteilungen auch haben. Das heißt, da oben wäre dann der aktive Bereich, Variablen, die stark ins System hineinwirken. Und weiter unten, also da ist ja dann immer die Aktivität niedriger. Dann haben wir hier so etwas, was sich puffernd nennt.
heißt, die haben eine leichte Aktivität nur und leichte Passivität. Hier kommt eine stärkere Passivität mit steigendem Passivwert. Dann in der Mitte, da haben wir ungefähr gleich hohe Aktiv- und Passivwerte. Und da oben rechts liegen dann Variablen, das ist der kritische Bereich, also die hier eine sehr hohe Aktivität haben, aber gleichzeitig auch eine hohe Passivität. Und so verteilen sich jetzt, wie gesagt, das ist natürlich ein vorläufiges Ergebnis jetzt hier, aber man sieht schon, oder? Wir haben es hier ein Spannungsfeld genannt, diese unterschiedlichen Positionen der Variablen in diesem System, die natürlich jetzt die Matrizen nochmals von sechs anderen Gruppen wirklich gezielt überarbeitet werden und mit Kommentaren auch versehen, die Wirkungen. Und da sieht man dann eben, kann man einige erste Aussagen schon machen, die aber jetzt hier so jetzt noch nicht endgültig sind. Aber man sieht schon, also hier gibt es Variablen, die sehr starke Aktivität haben, wie eben natürlich einsatzstaatliche Instrumente, zukunftsfähige Gesetzgebung, aber eben auch Befähigung aller hin zur Nachhaltigkeit. Und dann sucht man hier eben, wo sind denn Hebel, an denen wir arbeiten können, wie eben etwas wie Anwendung von Innovationen etc. Also es ist ein vorläufiges Zwischenergebnis, die sogenannte Sensitivity Map, die aus der Cross oder aus der Impact Cross Impact Matrix abgeleitet wird. Da kommt eine Frage. Ja, genau, es, interessante Frage, geht es dabei eher um positive oder negative Beeinflussungen? Egal, also es geht nur um das Potenzial, also die Art der Wirkung, also die Qualität, ob positiv oder negativ, wird hier noch nicht bewertet. Hier wird nur abgefragt, also wenn sich die Variable 1 verändert, wie stark verändert sich dann die Variable 2 etc. Genau, also das Positiv-Negativ kommt dann erst später zum Tragen. Also es ist sozusagen, wir dröseln die Komplexität ein bisschen auf, indem wir hier nur erstmal die potenziellen Wirkungen, egal ob positiv oder negativ, abfragen. Nur die Stärke im Moment. Okay, gibt es da noch weitere Fragen dazu? Okay, dann übergebe ich wieder an Eva. Ja, also wir freuen uns jetzt natürlich sehr über Fragen und eine Diskussion und haben dann selbst eben noch eine Aufgabe oder wie wir uns den Input vorstellen und organisiert haben und vorbereitet haben vor. Und ja, ich würde jetzt erstmal öffnen für die Fragen. Ja, Paul. Ja, hallo, hört man mich? Ja. Ja, super. Ja, ich habe mal eine Frage und zwar zur Methodik, weil sich da bei mir doch ehrlich gesagt noch relativ große Fragezeichen auftun. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es bei dieser Matrix darum, Experten oder auch einfach nur Akteurinnen in einem System zu fragen, was sie denken, wie ist der Einfluss von dieser Variable auf jene Variable? Dann beantworten die das vor dem Hintergrund des mehr oder weniger großen Expertinnenwissens oder einer Erfahrung aufgrund der Beteiligung eben in diesem System. Und ich denke mir jetzt, das kann man relativ oft machen. Man kann auch versuchen, Variablen relativ gewissenhaft, objektiv zu beschreiben. Letztendlich ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Leute recht stark irren, die man fragt. Und das erschließt sich mir nicht, wie man da zu einer Erkenntnis kommen soll. Ich finde es auch relativ überraschend, weil es ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass man Leute befragt in Wissenschaft, ja, in einer wissenschaftlichen Untersuchung. Man vertraut ihnen aber eigentlich immer nur, wenn sie was über sich selbst sagen. Und sobald sie was über das System sagen, von dem sie Teil sind, da bleibt man eigentlich immer skeptisch und sagt, Moment, da muss ich mir was überlegen, weil das können auch falsche Aussagen sein. Und deswegen wäre jetzt meine Frage, erstens, habe ich das so richtig zusammengefasst? Habe ich da was übersehen? Und wo ist die quasi die Sicherung, dass diese eingeholten Wirkungseinschätzungen auch wirklich stimmen? Soll ich das beantworten, Eva? Ja, genau. Also es ist so. Also es ist ganz klar, wir sind in einer unscharfen Methodik. Die Methodik selber betont auch, dass sie unscharf ist. Das heißt, wir können sowieso nie hundertprozentig alle Variablen erfassen, die da eventuell mitspielen. Das heißt, wir sind in diesem Unschärfbereich. Das war das Erste, also mit unseren 33 Variablen. Und wir haben auch eine unscharfe Bewertungsskala von 0 bis hier, ja, das ist auch eine unscharfe Skala. Aber es hat sich eben gezeigt, dass das sehr häufig
besser zu bewerten ist, als wenn man jetzt sagen, wenn man es viel präziser fassen würde. Und außerdem, was hier noch besonders wichtig ist, es wird natürlich eine Bewertung, auch wenn es irgendwie möglich ist, mit Daten oder mit Quellen hinterlegt. Also es ist so, es ist jetzt nicht nur eine Einschätzung, also teilweise ist es auch eine Einschätzung von Experten, die einfach wissen, da und da sind die eben starke Wirkungen. Und andererseits hinterlegen wir, wo immer es möglich ist, diese Bewertung mit Quellen. Also das wäre jetzt mal meine erste Antwort darauf. Oder Eva, möchtest du noch was dazu sagen? Nein, eben nicht. Also es ist, ich denke, die Wirkungen in der Software, also deswegen ist es auch so hilfreich, diese Software zu haben. Hinter jeder Wirkung steht ein Kommentarfeld, wo eben verschiedene Argumente und Quellen aufgeführt sind. Und die Wirkungen, die relevanter sind, die werden wir dann noch stärker eben recherchieren und überprüfen. Also es ist jetzt, wir arbeiten eben mit den Akteurinnen. Aber es ist jetzt nicht rein subjektiv, sondern wirklich, also die bringen natürlich ein Wissen mit und teilweise auch Wissen aus der Praxis, nicht nur eben aus der Wissenschaft, sondern auch, wie laufen bestimmte Prozesse ab. Und dann versuchen wir wieder auf bestimmte Daten oder Informationen zurückzugreifen, aus der Wissenschaft oder aus Studien, aus verschiedenen Bereichen. Genau, das ist also auch nochmal unser Teil, also Teil der wissenschaftlichen Arbeit, dass wir versuchen, diese Beziehungen, soweit es möglich ist, zu hinterlegen. Und dadurch, dass wir mehrere Matrizen bearbeiten und auch wirklich einen Konsens ausarbeiten, dann stellen wir eben dabei immer wieder fest, es liegt oft nur am unterschiedlichen Verständnis der Variablen. Wenn dann alle das Gleiche, es geht ja um auch ein gemeinsames Systemverständnis. Also in dem Moment, wo alle Variable tatsächlich genau gemeinsam verstehen, ist auf die Bewertung der Wirkung dann wieder klarer. Da ist jetzt noch eine andere Frage. Vielleicht können wir die auch gleich noch dazu nehmen. Mal sehen, ob es noch das ähnliche Thema ist. Ja, mein Name ist Dagscha Fatschek. Hört man mich? Sehr gut, danke. Okay. Also ich kann aus meiner Erfahrung tatsächlich sagen, dass die eigentlichen Hinderungsgründe nach mittlerweile 30 Jahren praktischer Erfahrung, die liegen ganz woanders. Und diese ganze Vorgehensweise ist unglaublich akademisch. Sie hat nach allem, was ich weiß, relativ wenig mit der Realität zu tun, weil genau das, was vorhin gesagt worden ist, wer ist denn da aus der Praxis? Also ich möchte vielleicht ganz kurz sagen, wir machen seit 30 Jahren nichts anderes. Wir bauen ausschließlich zirkulär, nachwachsend, ökologisch, energieeffizient, zu 70 bis 80% im Bestand. Wir haben Baugruppen begleitet, wir haben ökologische Gemeinschaftsprojekte entwickelt und so weiter. Und all das, was hier beschrieben wird, sind Bereiche aus dem Bauen oder an Baubeteiligten. Und wenn ich als Planer, als Architekt oder als Projektentwickler so weit komme, dass ich einen Bauherrn habe oder auch eine Baugruppe, die genau das tun möchte, was hier beschrieben ist, dann scheitere ich an drei Faktoren normalerweise. Das erste sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Wenn ich einen Vertrag mache, dann mache ich den als Architekt oder als Ingenieur oder was auch immer. Wenn ich das tue, kann ich nicht mehr nachhaltig bauen. Das heißt, unsere Verträge oder unsere Haupttätigkeit liegt mittlerweile im Bereich der Qualifizierung von Juristen, die uns Verträge machen, die uns überhaupt ermöglichen, nachhaltig zu bauen. Weil da muss dann drinstehen, dass wir eben nicht nach den anerkannten Regeln der Baukunst arbeiten, weil sonst funktioniert es eben nicht. Der zweite Bereich sind die Versicherer. Wenn ein Versicherer eine solche vertragliche Gestaltung sieht, steigt er normalerweise aus. Also brauche ich andere Versicherungen. Ich muss mit ganz anderen Leuten reden als mit denen, die am Bau beteiligt sind. Ich muss komplett andere Formen der Versicherung finden, nämlich Projektversicherung, wo alle gemeinsam am Projekt arbeiten. Da ist in einer Versicherung ein Auftraggeber, ein Architekt, ein Ingenieur, ein Fachingenieur, ein Ausführender und im besten Falle sind es auch noch die Baumaterialhersteller.
So, und wenn ich das beides beieinander habe, dann habe ich die juristische Rahmenbedingung, dann habe ich die Versicherungsrahmenbedingung und dann gehe ich zu den Finanzierern. Und wenn ich zu klassischen Finanzierern gehe, sprich deutsche Großbanken, dann lachen die mich aus, wenn ich mit sowas ankomme. Das heißt, ich muss komplett andere Formen der Finanzierung finden. Schwarmfinanzierung, Bürgengemeinschaftsfinanzierung, Finanzierung mit einer Bank, die eine Bank die ist, die für Leihen und Schenken gedacht ist und so weiter. Die eigentliche Fragestellung oder das, was hier als Nachhaltigkeit immer dargestellt wird, das ist Kinderkram, das ist bekannt seit Hunderten von Jahren, wie wir zirkulär bauen, wie wir mit Naturbaustoffen bauen, das wissen wir alle. Und wer das wirklich will, der kann es im Netz recherchieren oder so. Die Hinderung liegt ganz woanders. Denn wenn man so weit kommt und wenn man diese Sachen alle geklärt hat, und dann irgendwo entweder an den Verträgen oder an der Versicherung scheitert, dann knicken alle ein und nehmen dann doch wieder die Baustoffe, die zugelassen sind, weil die sind versichert, die kennen wir alle und so weiter. Und genau deswegen ist aus meiner Sicht diese ganze Betrachtung hier zwar unheimlich schön und sehr akademisch, hat aber an den eigentlichen Stellhebeln, wo wir was tun müssten, eigentlich keine scharfen Zähne. Möchtest du dazu was sagen? Sonst würde ich. Ja, antworte du erstmal erst. Genau. Also ich denke, zum einen ist die Kreislauffähigkeit ein Aspekt von 33 und es gibt die Variable, die ist zurzeit noch nicht fertig definiert. Da stehen noch Gespräche mit Juristen und mit der Bundesarchitektenkammer aus. Die betrachtet genau das Honorarrecht oder die Verträge. Und da wir dort einfach noch nicht weitergekommen sind, steht das noch aus. Aber das ist uns klar, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, der hier mit rein muss und noch kommt und dort vertreten ist. Es gibt staatliche Mittel und im Beirat ist jemand aus der Praxis von der GLS Bank, genau um das Finanzielle zu betrachten und wie wir die Finanzierung quasi also anders auch ermöglichen. Ich denke, ich bin Architektin, mir ist das, was Sie beschreiben, sehr wohl bekannt. Aber genau das versuchen wir ja zu machen. Also weil die Variable 2 Kreislauffähigkeit hier als Beispiel genommen wird, heißt das nicht, dass alle Variablen mit Material zu tun haben, sondern die Gesetzgebung ist ganz wichtig. Und vielleicht das mit der Versicherung, das finde ich einen spannenden Aspekt, der ist so präsent nicht da. Vielleicht also deswegen diskutieren wir hier ja. Es ist ein wahnsinniger Organisationsaufwand, das erstmal zu erstellen, dass wir jetzt gemeinsam diskutieren können. Und das Wichtige ist ja, dass wir also das transparent gestalten, den Prozess. Und die Methode lässt zu, dass man, selbst wenn man Ergebnisse hat oder Zwischenergebnisse, immer wieder zurückgehen kann, um diese Aspekte einzuarbeiten. Und das ist ja genau das Tolle an der Methode. Und das war die Idee, dass wir das so offen und transparent diskutieren können und deswegen heute hier kommen, um diese Aspekte noch zu überprüfen. Und das finde ich toll, dass Sie das ansprechen, aber ich denke nicht, dass es ein hochakademisches oder wissenschaftliches Projekt ist, das die Praxis ignoriert. Und ich freue mich auch, wenn Sie uns Ihren Kontakt dalassen wollen, dann können wir Sie zu den Variablen, wo die drei Themen, die Sie angesprochen haben, oder die Faktoren, dann können wir da gerne noch weiter zusammenarbeiten und das noch verfeinern oder uns noch austauschen. Da freuen wir uns natürlich. Na, mein Kontakt ist ja da, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob die E-Mail-Adresse da ist. Na. Na gut, aber der Name, den Namen haben Sie, oder? Also den findet man immer im Netz. Ist relativ einfach. Ja, aber dann freuen wir uns, dass wir Sie kontaktieren dürfen. Bitte gerne. Genau, vielleicht noch ganz kurz. Also, das ist ja so, dass der BBSR tatsächlich daran interessiert ist, diese Zusammenhänge mal aufzuzeigen, oder? Diese Zusammenhänge sind natürlich vielen, vor allem also Insidern jetzt auch klar. Nur man sagt dann halt, ja, das liegt daran und so weiter. Und wir versuchen jetzt tatsächlich, diese Zusammenhänge wirklich zu hinterlegen durch interdisziplinäre Zusammenhänge, durch weitere Recherche, richtig herauszuarbeiten. Okay, das ist so ein Mechanismus, oder? Das heißt, das ist der Mechanismus, der momentan das System
in eine gewisse Richtung steuert, oder? Und das haben Sie sicherlich sehr trefflich auch geschildert, denke ich. Also das ist ganz klar, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen eine ganz wesentliche Steuerungsfunktion in dem Spiel haben, genauso gut wie Versicherungen und genauso gut wie die Finanzbedingungen. Aber vielen Dank. Also besonders das Thema Versicherungen, da werden wir nochmal in die Tiefe gehen, denke ich. Es geht auch um deutlich mehr. Also wenn Sie sagen, Sie arbeiten mit dem BBSR zusammen. Ich habe gerade, das ist, weiß ich nicht, 2 Monate her oder so eine Fortbildung gemacht in der Architektenkammer. Unter anderem war da auch ein Referent vom BBSR dabei. Und die haben wunderbare Leitfäden für nachhaltiges Bauen und so weiter. Und dann stellst du einmal die Frage, wem sind diese Leitfäden bekannt? Wie werden sie umgesetzt? Wie wird kontrolliert, ob sie umgesetzt werden bei öffentlichen Ausschreibungen? Und wie wird eine Nichtumsetzung sanktioniert? Und dann sagen die dir ganz locker und völlig ehrlich, na, das ist nicht unsere Aufgabe, das können wir gar nicht machen. Das heißt also, da wird etwas erarbeitet, das ist schon seit 20 Jahren. Also diesen Leitfaden für nachhaltiges Bauen, den gibt es seit 20 Jahren. Aber die Umsetzung findet nicht statt. Die Umsetzung auch gerade bei den öffentlichen, in den öffentlichen Ausschreibungen. Wir haben mittlerweile einen Großteil unserer Tätigkeit, wir versuchen, öffentliche Ausschreibende zu qualifizieren, weil die das schlichtweg nicht wissen. Und BBSR macht ganz tolle Leitfäden, aber ob und wie die umgesetzt werden und in welcher Form eine Nichtumsetzung irgendwelche Konsequenzen hat, da sagen die auch ganz locker, das können wir ja gar nicht leisten. Und Fakt ist, dass das da zwar alles aufgeschrieben ist, aber in der Realität nicht ankommt. Und die öffentlichen Ausschreibungsverfahren, die ja wieder mit Juristerei zusammenhängen und eben auch mit DIN und Zertifikaten, die sorgen immer wieder dafür, dass wir immer wieder in die alten Muster verfallen. Da muss angesetzt werden, weil die Umsetzung nachher, die ist eigentlich relativ leicht. Aber also ich finde das alles sehr spannend und gut und wichtig, was Sie hier sagen. Aber genau darum geht das Forschungsprojekt. Und das ist jetzt erstmal, um eine Grundlage zu schaffen. Und wir hatten einen wahnsinnigen Kampf mit dem BBSR, kann ich Ihnen sagen, was denn eigentlich in der Bauforschung betrachtet werden sollte. Und dass wir uns nicht auf Materialien beschränken lassen. Und ich habe darum gekämpft, dass die Systemgrenzen von der Psychologie bis Gesetzgebung, Honorarrecht, juristischen Sachen so breit gestreckt sind, weil sonst kommen wir nicht weiter. Und es ist ein erster Schritt, das zu betrachten. Und dann können wir auch Teilaspekte, die jetzt als Stellschrauben rauskommen, und das sind ja Bereiche und Faktoren, die Sie auch nennen, die können dann nochmal im nächsten Schritt detailliert betrachtet werden oder in weiteren Forschungsprojekten. Da ist ja dann erstmal zu schauen, wer ist dafür qualifiziert, das gut betrachten zu können. Das muss dann nicht unbedingt unser Team sein. Und es hieß vom BBSR, als wir die staatliche Förderung bekommen haben, dass viele denken, dass das ein wichtiger Baustein ist, wo wir eigentlich weiter forschen sollten. Also ich denke, es ist ein guter Schritt in die Richtung und ich bin da voll bei Ihnen, was Sie sagen. Ja, also es ist halt eben ganz interessant, weil noch ein Thema ist natürlich auch das Vergaberecht. Ja. Wir haben selber bei uns gerade ein wunderbares Beispiel gehabt. Wir haben uns an einer Ausschreibung beteiligt für die Sanierung einer Kita oder die sollte neu gebaut werden. Da haben wir erstmal gesagt, nee, müssen wir nicht neu bauen, die können wir sanieren. Dann waren wir nicht die günstigsten. Man muss sich das mal vorstellen. Es geht nur um Honorarpreis. Und dann kriegen wir aber ein Schreiben, dass wir aufgrund der Frauenförderung in Brandenburg und unseres deutlich höheren Frauenanteils in der Firma die Möglichkeit haben, uns unser Angebot dem günstigsten Angebot anzupassen und dann bekommen wir den Auftrag. Also nicht genug damit, dass wir in einer Situation leben, in der der Billigste den Auftrag bekommt, völlig Unabhängigkeit von Nachhaltigkeit oder Qualität oder was auch immer. Nein, die Frauenförderung sieht dann auch noch so aus, dass du den Auftrag dann bekommen kannst, weil du mehr Frauen in der Firma hast, aber du musst dich dem Billigsten angleichen und auch die Frauen dann noch unterbezahlen. Das ist wunderbar, man kriegt es nur überhaupt nicht mit. Wir haben es jetzt mal gemacht. Also es war gerade letzte Woche. Ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt tatsächlich den Auftrag bekommen und ob wir ihn dann überhaupt annehmen werden, weil da sind dann eben Honorare benannt, die sind jenseits von Gut und Böse. Und das hat alles eigentlich mit der Bauwende und dessen, was wir tun müssen,
um überhaupt materiell, planerisch und so weiter dahin zu kommen, hat es überhaupt nichts zu tun. Wir verbrauchen unfassbar viel Zeit und Energie, in diesem ganzen Regulariendschungel zu versuchen, das, was sinnvoll ist, sinnvoll im Sinne einer Bauwende, irgendwie zu etablieren. Also finde ich interessant. Kann man sehen, was der BBSA dazu dann noch dazu bringt. Ja. Gibt es denn noch weitere Fragen oder Anmerkungen oder möchte sich jemand in die Diskussion mit einschalten, einklinken? Christoph? Was ich interessant finde jetzt an dieser Diskussion ist, dass Herr Schapacek, was Sie da eingebracht haben an Punkten aus Ihrer Praxiserfahrung, tatsächlich ja abgedeckt ist mit einigen Variablen, die wir hier definiert haben. Und wenn wir vielleicht mal zwei Slides zurückgehen in die Sensitivity Map. Moment. Oder drei. Da sieht man nämlich, falls Sie das groß genug sehen, oben, zukunftsfähige Gesetzgebung ist eine extrem aktive Variable. Ja, die Gesetzgebung ist extrem wichtig und dann auch der Einsatz staatlicher finanzieller Instrumente. Und andere finanzielle Aspekte haben wir auch in den Variablen abgedeckt. Also das ist nicht völlig daneben und deckt sich einigermaßen mit dem, was Sie beschreiben. Also ich glaube, wir sind da alle auf einem ganz guten Weg. Oder auch diese Frage von, wer liest die Materialien vom BBSR? Es gibt hier eine Variable von Nachhaltigkeit in der Berufsqualifikation, die ist leider verdeckt durch dieses Schild neutraler Bereich, liegt hier aber ziemlich in der Mitte. Und also da wird sowas dann auch berücksichtigt, Ausbildung und Materialien und so weiter und so fort in den relevanten Berufen. Ja, das ist nochmal ein kleiner Beitrag dazu. Also wir versuchen wirklich diese Aspekte, sie sind auch teils als Unterpunkte mit in den Variablen drin. Und also ich kann Sie nur motivieren, einmal durchzugehen. Und wir tauschen uns sehr gerne mit Ihnen aus, welche Aspekte noch rein sollten oder welche Variablen einfach noch wichtig sind zu betrachten. Aber es wird dann wirklich, also wir können das nicht alles mit dem Forschungsbudget, was uns zur Verfügung steht. Das ist ein erster Schritt. Und dann wären Folgeforschungsprojekte nötig. Aber wir wollten eben ganz oben anfangen und die Systemgrenze breit fassen, um genau diese Aspekte, die Sie auch nennen, und andere mitzunehmen. Christina? Ja, hallo. Mich würde noch interessieren, wie es jetzt konkret weitergeht. Ihr habt gesagt, dass es weitere Gruppen geben wird, die bewerten. Sind es dann Workshops? Welche Gruppen sind das? Wie schaut so die nächsten Steps, Meilensteine bei euch aus beim Projekt? Ich gehe mal kurz durch vor. Also es ist zwei aus dem Beirat haben sich bereit erklärt, eine komplette Matrix auszufüllen. Das ist ein Zeitaufwand von etwa 8 bis 15 Stunden. Dazu wird Johanna Wörner von den Architects for Future eine komplette Matrix ausfüllen. Ich werde auch eine ausfüllen. Dann gibt es eine eben, die wir im Forschungsteam gemeinsam mit dem Beirat erstellt haben, die allerdings nicht mehr aktuell ist. Und es ist jetzt am Wochenende auf dem kleinen Bauwende-Camp der Architects for Future wurde das Projekt so vorgestellt und es hatten einige Interesse bekundet und wir wollten das heute eben auch nochmals aussprechen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir noch weitere Personen oder kleine Gruppen gewinnen oder vielleicht auch Arbeitsgruppen der Architects for Future, die sich zusammensetzen und so eine Matrix durcharbeiten. Und dafür würde dann die Software quasi freigeschaltet werden und wir würden das organisieren. Also es ist natürlich, umso mehr Vergleichsmatrizen wir haben, umso interessanter wird es. Aber selbst nach Abschluss, also selbst wenn wir das Projekt abschließen sollen, kann man jedes Mal zurückgehen und dann quasi noch eine Validierungsphase mit anderen Leuten oder so einfügen.
Aber das würde jetzt stattfinden und den Input zu den Variablen würden wir jetzt bis zum 17. September laufen lassen, dass wir quasi alle Aspekte versuchen einzuarbeiten. Und das würden wir dann in den Folgetagen tun. Und die Erstellung der Einflussmatrizen würde dann vom 21. September bis zum 9. Oktober stattfinden. Und dann würden diese Matrizen quasi in der Software haben wir die Möglichkeit, sie übereinander zu legen. Und dort, wo eine Konsensfindung wichtig ist, also dass es quasi die Wirkungsstärken auseinandergehen, das würde dann nochmal diskutiert werden und beleuchtet werden, welche Argumente dahinter stehen, um einen Konsens zu finden. Also kein Mittelwert, sondern zu diskutieren, was denn wirklich die Argumente sind und warum diese Werte so auseinandergehen. Und ja, beantwortet das deine Frage? Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn von der AG Bauen im Bestand oder von dir, also würde ich mich sehr freuen, weil ich dein breites Wissen sehr schätze. Ja, überlege ich mir und Frage beantwortet. Dankeschön. Ja, dann würde ich jetzt einfach nochmal auf das, was wir vorbereitet haben. Wir wollten eben zusammen. Ah, noch eine Frage. Ja, gerne. Naja, nicht unbedingt eine Frage. Ich möchte vielleicht einfach nur noch mal einen Gedanken mit reingeben in die Fragestellung der Gewichtung. Also das, was ich gesagt habe, ist ja letzten Endes auch gewachsen aus einer bestimmten Tätigkeit heraus. Und ich behaupte, dass die ganze Frage des nachhaltigen Bauens, das ist eigentlich keine große Frage, weil wie das geht, das wissen wir. Wir müssen uns nur angucken, wie hat die Menschheit irgendwie die letzten 2000 Jahre gebaut. Da gibt es genug Beispiele und für all das, was wir jetzt oder was jetzt so dargestellt wird, als würden wir es lernen müssen oder begreifen müssen, das ist längst da, das ist längst vorhanden. Dass wir uns besonders im Bauwesen so verhalten, wie wir es tun, ist ursächlich nicht eine Inkompetenz in Bezug auf Bauen, sondern es ist ursächlich systemimmanent. Es ist eine Systemfrage. Und die Systemfrage ist kapitalistisch, die ist wirtschaftlich, die ist abhängig von Gesetzen und so weiter. Und deswegen behaupte ich, dass eine möglichst schnelle und effektive Änderung nicht in der Betrachtung dessen passiert, wie kann man denn nachhaltig bauen, wie kann man mit Naturbaustoffen bauen und wie kann man energieeffizient bauen, weil dieses Wissen ist tatsächlich vorhanden. Die wirklich großen Stellhebel liegen eben genau in den Punkten, die ich eben genannt habe, die Systempunkte, also Recht, Finanzierung und Versicherung. Und wenn man sich in seiner Betrachtung und damit auch in der Gewichtung dessen, was irgendwie dann eine Reaktion hervorbringt, vielleicht mal ein bisschen mehr auf diese Punkte fokussiert, bin ich der festen Überzeugung, wird man sehr schnell merken, dass es ganz viel schneller gehen kann, weil es gibt auch unheimlich viele, die im Bauwesen unterwegs sind, die das können. Die machen es nur nicht oder die werden immer wieder beschnitten und eingeschränkt, weil sie sich eben in diesem Bestandssystem bewegen müssen. Das ist auch meine Erfahrung. In der jüngeren Vergangenheit werden wir massiv nachgefragt oder angefragt von den großen Projektentwicklern, von den Investoren, von der Post, von der DHL. Wie kann ich 600 Briefverteilzentren ökologisch bauen? Und spätestens, wenn wir denen das sagen, weil wir wissen, wie es geht, sagen die, wir haben diese und jene Vorgaben, die Dienst, wir haben die Gesetze, wir haben die Finanzierung und batsch, fliegen wir raus. Und dann passiert es nicht. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Fokussierung dieser ganzen wissenschaftlichen Arbeit eher in diese Richtung gelenkt werden müsste, um den möglichsten Wirkungsgrad zu erreichen, als in die Fragestellung, wie sehen Wohn- oder Arbeitsmodelle anders aus, wie sieht eine Kreislauffähigkeit aus und so weiter. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung aus den letzten 30 Jahren nachhaltiges Bauen. Also mich freut das sehr, aber wir können doch nicht einfach in der Wissenschaft diese Aspekte ausklammern, sondern es geht doch auch darum, uns Akteurinnen des Bau- und Gebäudebereichs zu spiegeln, dass diese
schon weiterentwickelt sind. Wir haben die Innovation und das hatte ich in den ersten Folien genau aufgezeigt. Wir haben das Know-how, wir haben die Innovation, aber trotzdem gibt es diese Verhaltensstarre im System. Und deswegen ist es so wichtig, das gesamte System zu betrachten. Genau das tun wir, was Sie gesagt haben. Wir sind doch noch gar nicht am Ende des Forschungsprojektes. Also wir ziehen aber alle Aspekte mit, um gemeinsam zu betrachten, wo diese liegen. Wir wollen doch die anderen nicht ausklammern. Dann wird wieder gesagt, dass wir diese Aspekte ausgeklammert haben und dass man das gar nicht objektiv betrachten kann, wenn wir das einfach schon festlegen. Wir wollen doch genau den Schritt, den Sie aus der Praxis an Erfahrung haben und den ich teils auch habe, den wollen wir abbilden und aufzeigen, objektiv, dass die Stellhebel eben und die Beharrungskräfte woanders liegen und dass wir genau da ran müssen. Also das deckt sich mit gewissen Dingen, die Sie sagen, was wir tun. Uns Also geht ich weiß jetzt nicht es geht mehr. uns nicht darum, wie gebaut wird, Nee, nee. sondern wir wollen die Stellhebel finden und die Wirkungskreise. Und genau die Aspekte, die Sie nennen, tauchen darin auf. Und die kommen dann am öftesten vor in diesen Wirkungskreisen. Genau das tun wir. Christoph, du hattest dich schon seit längerem gemeldet. Ja, ich wollte ungefähr das Gleiche sagen, vielleicht mit einem klein bisschen anderen Kontext. Aber es ist so, dass wir von den 33 Variablen sind tatsächlich ungefähr 8, wenn ich das richtig zähle, explizit aus dem Baubereich. Und alle anderen sind nicht aus dem Baubereich, wie zum Beispiel Verhaltensänderung von Nutzung, Paradigmenwechsel, die Gesetzgebung wurde schon angesprochen und so weiter. Das heißt, im Gesamtsystem, das wir betrachten, sind 24% der Variablen direkt aus dem Baubereich und der Rest nicht. Das heißt, wir betrachten eigentlich mehr das Gesamtsystem als dieser enge Fokus auf Bau und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, wir stimmen da sehr überein. Voilà. Alles klar. Ich würde jetzt trotzdem gerne dann einmal noch kurz aufzeigen, wie wir uns den Input vorstellen und worüber wir uns sehr freuen würden von möglichst vielen. Auf unserer Webseite, die heißt systemanalysebauwende.de, gibt es unter dem Projektstand unter 02 Variablen unten rechts alle 33 Variablen ansehen. Wenn man da drauf geht, kommt man auf die Übersicht der Variablen. Und wenn man jetzt eine der Variablen öffnet, sieht man den Kurztext. Und wenn man auf Variable öffnen geht, dann kommt quasi die Übersicht. Später wird hier die ganze Variable mit Skala und Beschreibung, mit Langer und Quellen stehen. Aktuell ist jeweils noch ein Google Doc verknüpft, in dem man dann kommentieren kann. Und jede Variable hat eben dieses Dokument und wir würden uns wahnsinnig freuen über Vorschläge, Ergänzungen, Aspekte, die fehlen, Dinge, die nicht korrekt von uns dargestellt wurden oder nicht differenziert genug oder anders dargestellt werden sollten. Und ja. Da würden wir uns als Team freuen. Das Projekt ist jetzt quasi zwei Drittel des Projekts sind quasi oder von der Workshop-Phase sind jetzt hinter uns und wir werden da noch weitermachen bis Dezember und dann die wissenschaftliche Ausarbeitung beginnen. Und wir wissen jetzt schon, dass wir alle Aspekte, die wir quasi und Dinge, die wir ausgegraben haben oder verstanden haben, wir werden das versuchen, so gut es möglich abzubilden, dass dann darauf Folgeforschung von uns, aber auch von anderen aufgebaut werden kann. Das ist quasi der Stand. Und ja, wir würden uns eben wahnsinnig freuen, wenn möglichst viele kommentieren und noch Input geben und arbeiten das dann noch ein. Gibt es denn noch Fragen oder Anregungen oder
Also auf der Website ist auch unsere E-Mail hinterlegt. Sie können uns auch jederzeit anschreiben oder wenn Sie zusammenarbeiten noch mit uns oder auch motiviert sind, so eine Matrix auszufüllen, die E-Mail-Adresse im Chat hinterlassen. Und jetzt mal Jakob Beetz hat eine Frage. Ja, nur noch mal ganz kurz, sozusagen vielleicht noch mal so als, dass es nicht auf so einem noch etwas kritischen Ton endet, dass solche Herangehensweisen natürlich akademisch sind. Na klar, das ist ein Forschungsprojekt, das ist ja auch die Aufgabe des BBSR, solche Studien durchzuführen, weil es uns ja im Instrumentarium, was wir haben, um zu Entscheidungsprozessen zu kommen, wie wir diese Systeme ändern, nutzt uns ja nur zu einem Teil, wenn wir immer wieder feststellen oder wenn wir feststellen, es liegt, ne, an diesem unter anderem an diesen drei Faktoren, und dass wir bestimmte Dinge im System feststellen können. Aber die Frage ist ja, wie kommuniziert man das in die Politik hinein, sodass daraus tatsächlich Veränderungen erwachsen? Das kann über die Verbände, über die Kammern und so weiter geschehen. Aber die Tatsache, dass das BBSR als Forschungsbeauftragte sozusagen des Bundes solche Studien in Auftrag gibt, die dann genau zur Argumentation unterstützen, das ist doch eine gute, das ist doch eine prima Sache. Also der Herr Szafratschik, mit den 30 Jahren Erfahrung und so weiter. Bloß, wir müssen es ja irgendwie kommunizieren. Wir müssen es ja in die Entscheidungsprozess der Politik mit einspeisen. Und dann sind solche Studien, die man möglichst breit zieht, doch ein sehr nützliches Instrumentarium, um solche Veränderungen zu argumentieren, den Leuten was in die Hand zu geben, die sagen, sehen Sie hier, in dieser Studie hat man genau diese Faktoren, identifiziert, um dann tatsächlich Wende und Veränderungen notwendige herbeizuführen. Deswegen, ne, wollte ich nur mich auch nochmal bedanken für dieses Seminar und Ihnen noch viel Erfolg oder allen noch viel Erfolg dabei wünschen. Vielen Dank. Danke sehr. Paul? Danke. Ja, jetzt fühle ich mich aber doch nochmal auch irgendwie genötigt, was zu sagen. Also was Herr Beetz gerade gesagt hat, das finde ich ist durchaus richtig. Allerdings ist es dann die Frage in Bezug auf dieses Forschungsprojekt oder diese Analyse, ist es dann Wissenschaft oder ist es Lobbyarbeit, ne? Weil das ist im Prinzip Lobbyarbeit, die Politik beeinflussen. Und ich bin mir da im Moment noch nicht sicher, ob bei diesem Forschungsprojekt was rauskommen wird, was einen wirklich überrascht. Also wenn ich mir angucke, was bei dem Scientists for Future Projekt, was hier ähnlich gelagert war, rauskam, muss ich sagen, das war jetzt nicht besonders überraschend, ne, dass man, ich kann immer gerade gucken, dass ein relevanter Stellhebel direkter Einfluss auf politische Entscheidungsträger ist. Okay, ich weiß nicht, ob man dafür ein Forschungsprojekt gebraucht hätte. Wenn jetzt bei uns rauskommt, dass, ich weiß, ich habe die Matrix nicht mehr vor Augen, aber oder diese Sensitivitätsmap, aber wenn da rauskommt, direkte Steuerung über Finanz- oder für steuerliche Instrumente der Regierung oder wie auch immer das war, oder meinetwegen auch, was Herr Szafratschik sagte, dass die Versicherungen irgendwie anders gestrickt werden müssen, kann man auch sagen, okay, gut, das wissen wir jetzt, haben wir uns aber eigentlich auch schon gedacht, aber eigentlich wollen wir doch wissen, warum werden seit Jahrzehnten die Gesetze nicht geändert? Warum ist das Versicherungssystem immer noch so, wie es vor 10, 20, 30, 40 Jahren war? Also das wäre eigentlich ja die spannende Frage. Und insofern muss ich sagen, also es ist unglaublich, unglaublich differenziert und unglaublich genau und gründlich, was in diesem Systemwandel-Forschungsprojekt hier jetzt vorliegt. Aber es ist wirklich, und das hast du ja, Eva, eigentlich auch schon gesagt, es ist wirklich eigentlich nur der erste Schritt. Also im Prinzip ist die Forschung muss noch passieren. Also jetzt, wo man wüsste, okay, es gibt so und so viele Experten, die sind sich eigentlich darin einig, dass Variable, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 20 auf 18 wirkt besonders krass. Und dann müsste man da jemanden dran setzen oder nochmal ein Team dran setzen, die da wirklich nochmal ganz genau hingucken. Also das nehme ich jetzt mit aus diesem Projekt. Bis jetzt ist ja noch nicht abgeschlossen. Danke. Gabriele, möchtest du da noch als Ja. Systemexpertin etwas zu Ja, sagen? gerne.
Ja, also das ist ja auch wirklich der Sinn dieses iterativen Prozesses, dass man einfach Schritt für Schritt jetzt das Verständnis schärft und dann werden wir zu den Punkten kommen, die wir noch genauer, also oder was heißt jetzt auch wir, die Frage kam kurz auf. Also zum einen wir als Kernteam, wir als erweitertes Team, aber auch der Beirat natürlich und jetzt auch eben zum Beispiel die Architects for Future, wo wir ja auch um Mitarbeit werben, sozusagen, um Expertise reinzuholen. Möglichst auch, aber auch das zu kommunizieren, das ganze Projekt. Und ja, also ich meine, wir können eben mit dieser Methodik herausfinden, wo sind Stellhebel, wo sind Regelkreise, also zum Beispiel bestimmte Mechanismen, Kreisprozesse, die ja auch jetzt schon genannt wurden, die dieses System praktisch ständig in die, in die unerwünschte, also in diese Starre, also das tatsächlich treiben und es auch dort halten. Wir versuchen einfach, das darzustellen und mit einer wissenschaftlichen Bearbeitung zu hinterlegen. Das ist jetzt unsere Aufgabe und man kann nur sagen, der BBSR war sehr, sehr interessiert und die sagten auch endlich mal ein Forschungsprojekt, was sich jetzt nicht mit einer detailbegrünten Wand oder anderen technischen Einzelheiten beschäftigt, sondern die versuchen, das Ganze in den Blick zu nehmen. Also die haben das wirklich sehr gefördert, obwohl auch viele gesagt haben, ja, das geht doch nicht, das ist doch schwierig. Wie kann man sowas machen? Also der BBSR war sehr explizit jetzt mehrfach erwähnt, auch bei der Projekttage-Veranstaltung, wo wir das Projekt vorgestellt haben, dass sie sehr froh sind, dass jetzt endlich einmal hier dieser systemische Ansatz angewandt wird. Ja. Ich würde, wenn das, wie Herr Schafazik gesagt hat, dass es eigentlich so klar ist, welches die drei Faktoren sind oder dass genau dort geforscht werden sollte, dann, also ich bin auch Architektin, ich war im Entwurfsbereich sehr stark. Ich konnte nur nicht mehr teilnehmen, wenn man diesem System spiegelt, was eigentlich passiert und wo wir eigentlich mal hingucken sollten, was eigentlich Stellhebel sind. Und ich würde mich freuen, Herr Schafazik, wenn Sie ein solches Forschungsprojekt dann auch initiieren oder Praxisprojekt oder nur das war meine Initiative, die ich gesehen habe, eventuell uns allen zusammen Akteurinnen ermöglicht, vielleicht die Forschung auf andere Felder auszubreiten oder zu verlagern. Und ich denke, also ich freue mich, was danach passiert. Ich würde es jetzt, ich weiß nicht, ob es eine Lobbyarbeit würde ich es nicht nennen. Ich denke, das, was wir Architects for Future machen, ist natürlich, wir sind im Lobbyregister gemeldet. Aber wir versuchen hier objektiv ranzugehen und nicht subjektiv. Und wir versuchen, alle Akteurinnen, auch die Beharrungskräfte mitzunehmen und zu kooperieren. Wie bekommen wir das hin zur nachhaltigen Transformation? Herr Schafazik. Ja, ich wollte jetzt nicht reinsprechen, wenn ich nicht das Wort habe. Also ich habe jetzt gewartet. Also ich will es auch nicht zu weit austreten, aber es gibt vielleicht noch ein, zwei Anmerkungen. Das wurde hier gesagt, wir müssen auf die Politik einwirken über die Kammern irgendwie. Finde ich eine unheimlich problematische Aussage. Die Kammern sind die, die an vorderster Front kämpfen, wenn es darum geht, die HAI durchzusetzen. Die HAI ist ein fester Bestandteil des Systems. Und eigentlich ist es doch ganz einfach. Wenn wir in eine Kreislaufwirtschaft kommen wollen, dann müssen wir in einer Kreislaufwirtschaft arbeiten und nicht in einem System der Wachstumswirtschaft arbeiten. Immer wenn wir das tun und wenn wir uns an Institutionen wenden, die in dem Bereich tätig sind, werden wir immer nur von denen gefüttert. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Von daher finde ich es unheimlich problematisch, gerade mit den Kammern zusammenzuarbeiten, weil die Kammern ja eigentlich wunderbar Bestandteil des Bestandssystems sind irgendwie. Also das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt, den Sie eben sagten mit den Forschungsarbeiten, also wir können gerne uns darüber unterhalten. Also wir haben im Augenblick mehrere Forschungsprojekte, die uns mehr oder weniger eigentlich übergeholfen worden sind. Es geht da um die Kreislaufwirtschaft und Reuse und Wiederverwendung von Baumaterialien. Also ganz trivial und ganz banal eigentlich und nicht so sehr der Systemsprenger. Weil wir tatsächlich für unsere ganz kleine Tätigkeit all diese Lösungen gefunden haben. Wir haben Verträge, die funktionieren. Wir haben einen Versicherer,
der in dieser Form arbeitet. Und wir haben auch die Finanzierung und eine Bank, die GLS Bank, mit der wir eben, wie gesagt, seit 30 Jahren zusammenarbeiten. Aber bitte, gerne, also wenn Sie möchten, dann versuchen wir vielleicht gemeinsam da die Sachen nochmal zu betrachten oder dann auch andere Wege oder Optionen darzustellen. Einfach melden, fertig. Ja, vielen Dank, gerne. Also ich fände zum Beispiel auch spannend, ich weiß nicht, ob die Architects for Future vielleicht mal Interesse hätten an einer Webseminar, wenn Sie könnten das ja präsentieren, wie Sie die Verträge gestalten. Und wir haben ja zum Beispiel extra die GLS-Team, die GLS-Bank im Beirat bei uns, um genau mit denen Möglichkeiten zu erarbeiten oder Aspekte in die Variablen einzuarbeiten, die genau das ermöglichen. Also da sind wir nicht weit auseinander. Können wir gerne tun. Ich habe im letzten Jahr beim Klimafestival für die Architects for Future einen kurzen Vortrag gehalten und wir haben aufgrund der Nachfrage für solche Informationen als kleine Nebeninitiative unserer Tätigkeit die Naturbauschule gegründet, naturbauschule.de. Da haben wir dann tatsächlich sogar auch innerhalb kürzester Zeit vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und auch von der UNESCO eine Auszeichnung als Bildungsinstitution für nachhaltige Entwicklung bekommen. Wir haben dort ein sehr kleines und bescheidenes Fort- und Ausbildungsprogramm, was die Architekten sogar auch als Fortbildungspunkte generieren können. Aber wenn Sie noch Themen haben, die ganz besonders interessant sind oder so, dann ist es uns ein leichtes auf Nachfrage oder auf Interesse genau das, was Sie gerade gesagt haben, Webseminare anzubieten, auszuarbeiten oder was auch immer. Können wir sofort machen. Freue ich mich. Schön. Gibt es noch Anmerkungen, Fragen, Wünsche? Dann würde ich mich ganz herzlich bedanken für die Teilnahme von allen und freue mich auf weiteren Austausch und Input.